habe kein Feuer. Kleinen Moment. Ja, kommt er, ja. Mike kommt, ja. Ja, super. Nicht aufmachen. Ah ja. Moin. Sie sind jetzt am Eingang. Nee. Ja, okay. Ach, aus der Lippe stolz auf, ja. Genau. Und wie viel Geburtstage? Genau, dann spreche ich mit dem Richtigen. Gell? Wir haben immer ein unerfreuliches Schreiben, das ist weg. Da müssen wir hier drauf. Das ist ein Haftbefehl gegen Sie. Ja? Steht so. Ja, richtig. Und da steht drin, dass eine Erziehungshaft gegen Sie angeordnet ist, weil Sie eine Strafe von der ZBSA dann nicht eingezahlt haben. Ne? Also das ist irgendeine Verkehrssache gewesen sein. Steht jetzt, die Vollstreckung der Erziehungshaft kann abgewendet werden, weil die Zahlung der Geldbuße. Ja. Insgesamt sind es schon 49 Euro zusammengekommen. Und deswegen rücken Sie abends hier um 9, um 10 an, ja, wegen 49 Euro. Ich glaube es ja jetzt wohl nicht. Ja, Herr Heinrich. Ja, kein Richter, keine Richterunterschrift. Nee. Sie müssen uns begleiten. Ja. Also ich weiß, in Haftbefehl steht, dass Menschen, die direkt untergekommen haben, nicht aufgeklärt werden. Nein, können nicht. Steht drin. Sind wir unten einfach mal. Nein. Dass mir mein gesetzlicher Recht nicht entzogen werden darf. Na? Wie kann man denn ein Urteil fällen? Dann holen Sie mir bitte meinen gesetzlichen Richter hierher. Wir brauchen keinen Richter. Mike, bleib sachlich, bitte. Nein, das ist schon angeordnet. Logisch, als bleib sachlich. Brauche ich keinen Richter. Weil mich kotzt das langsam an. Mike, bleib ja, bitte sachlich. Ja. Mich kriegt es wirklich langsam an. Ja. Wegen 10 Euro, so ein Scheiß. Genau. Wegen 10 Euro, genau. Ja, da, weil ich sehe es aber nicht ein. Da müssen Sie irgendwie die Staatsanwaltschaft verärgert haben, dass die wegen so einer Kleinigkeit jetzt hier irgendwie einen Haftbefehl gegen sie. Wieso muss man als Mensch die Staatsanwaltschaft verärgern? Wer uns hier ständig verärgert, sind die Behörden. Das ist alles. Ja. Wir tun keinen Menschen was zu leiden. Das ist wirklich ein Problem. Ja, ihr seid zu dritt, ihr seid zu zweit, ihr habt eine Waffe, ihr habt keine. Das wollen, wir wollen ja hier nicht störerliches ausfechten. So, naja, aber warum kommen Sie dann zu dritt hier angefahren? Das ist echt ein Lachen. Das Problem ist ganz, ich habe genau hier angefangen von der ganzen Scheiße. Ja. Und ich möchte ganz einfach mal als Mensch behandelt werden. Und ich möchte wissen, seid ihr noch Menschen oder seid ihr keine Menschen mehr? Bleibst du mal ein bisschen ruhig jetzt. Und das kotzt mich an. Ja. Bitte bleib ruhig. Es bringt nichts, unsachlich zu werden. Das regt mich wirklich auf. Ja. Ich weiß ganz genau, es gibt keinen Ort und wegen kein Krieg mehr. Das ist alles stillgelegt. Von wem? Ist mir scheißegal. Ne? Mike. Conny, halt du dich mal bitte jetzt hier. Du sollst dich zurückhalten. Ich war schon bei euch. Mhm. Ich war schon in Gotha. Ich war schon in Erfurt. Mhm. Und jeder von euch weiß Bescheid. Und es kotzt mich an, dass ihr immer noch gegen uns Menschen vorgeht. Ja. Ich gehe jetzt nicht gegen Sie vor, sondern Sie gegen die Person, das ist richtig. Sie haben ja irgendwas gemacht. Gegen die Person. Ich habe eine Ordnungswidrigkeit begangen. Genau. Ja, genau. So, was ist eine Ordnungswidrigkeit? Was ist das? Das heißt, ich habe eine Geschwindigkeitsbegrenzung übergangen. Genau, und das ist geltendes Gesetz. Nein, ist es nicht. Nein, ist es nicht. Das ist ganz einfach. Das Artikel 23 wurde aus dem Grundgesetz 1990 gestrichen. Ich meine, ihr seid und da ist die Ordnungswidrigkeit dabei, die Straf- und Zivilprozessordnung, da ist alles beinhaltet. Dann müssten Sie vielleicht auch mal die Gesetze lesen.
Kein Witz. Und wegen 10 Euro, ich glaube, es ist hier echt ein Lacher. Wir kommen gerade nicht drum rum heute. Nein, ich habe wirklich ein Problem. Ich weiß nicht. Entweder ihr springt über den Zaun, ich wehre mich nicht. Ihr nehmt mich mit. Ja. Muss das denn sein? Das ist das Problem. Die Frage ist, muss es sein? Ich wollte erstmal die zweite Aber ich möchte, es klang so, als wenn noch eine zweite Möglichkeit gibt. Es gibt eine Möglichkeit, ne? Okay? Dass ihr ganz einfach euch auch zu Menschen erklärt und sagt ganz einfach, ihr macht die Scheiße nicht mehr mit. Nein, Mike, das können Sie ja nicht. Sie arbeiten ja mit, Sie arbeiten ja. Da steht das drauf, ihr habt schon wieder neue T-Shirts, gell? Ja. Was steht da drauf? Auch Polizei. Oberämter, ne? Aber wenn ich jetzt von euch einen Ausweis verlange, gell? Einen Amtsausweis habt ihr nicht. Ihr habt alle nur Dienstausweise. Wenn ihr sagen müssen, na gut, der wohnt hier nicht mehr, so fahre ich wieder. So, jetzt könnte ich verlangen, wer will eigentlich von mir einen Ausweis sehen? Ja. Ne? Wer sind Sie denn eigentlich? Könnte ich mal Ihren Amtsausweis sehen? Ich weiß ganz genau, ihr habt keine. Also ich hab einen Dienstausweis, den Sie haben. Ja, die, aber Dienst, Sie sind eine Firma. Soll ich Ihre Firma ausdrucken aus dem Computer, dann sehen Sie, dass Sie auch nur eine Firma sind. Okay. Also ich sag mal, so entweder, Sie können das jetzt begleichen, oder Sie müssen wieder das mitfahren. Wir haben kein Einkommen, wir sind leider Gottes nicht mehr... Okay. Aber hier steht jetzt, die Vollstreckung der Erziehungshaft kann abgewendet werden durch die Zahlung der Geldbuße von 10 Euro. In der Menschenrechtskonvention steht geschrieben, dass kein Mensch wegen Schulden eingesperrt werden darf. Stopp. Nee, jetzt machen wir was ganz anderes. In der Menschenrechtskonvention steht... Ohne, dass wir jetzt irgendwo einen Gewissenkonflikt kriegen. Weil ich habe Ihnen nämlich eine Erklärung abgegeben. Und die haben sie eigentlich auch alle auf den Gerichten und überall auch in Erfurt. Das Spiel habe ich letztens auch erst durch. Deswegen mittlerweile... Wenn ihr nicht akzeptiert, dass ich ein Mensch bin, Deswegen habe ich gesagt, das ist nicht Herr Stötzer, sondern das ist einfach der Mensch, Mike. Und ganz einfach hier, wir müssen Regeln, ganz einfach klare Regeln langsam hier. Mehr mache ich nicht. Und wenn ihr denkt, ihr müsst mich ohne Richter Unterschrift von einem Richter, sondern nur von einem Rechtspfleger mitnehmen, dann müsst ihr das tun. Von der Rechtspflegerin wird ein Haftbefehl nicht ausgestellt. Die kommen genauso mit Haftbefehlen. Weil er das weiter bearbeitet. Nee. Ich möchte meinen Haftrichter haben. Mein Grundgesetz, Artikel 101 Grundgesetz. Richtig. Ja, den werden wir aber bestimmt nicht hier vor Ort fahren. Dann müsst ihr ihn herholen. Das müssen wir gar nicht. Natürlich müsst ihr das. Gut. Weil ihr seid dafür da, um mich zu schützen vor solchen kriminellen Leuten. Ja, Herr Stötzer, wollen Sie sich nochmal durchlesen jetzt? Ansonsten tue ich ins Auto. Mir ist das egal. Ihr habt meine Erklärung. Ja. Weil wenn ihr reinkommt, ist das Haus Winsbruch. Es steht alles hier dran. Wir haben es auf Video dokumentiert. Alles mehr mache ich nicht mehr. Okay. Mehr mache ich nicht. Schließen Sie hier mal bitte auf, damit wir reinkommen können. Dann müssen wir drüber klären. Mir ist das egal. Ich setze mich jetzt ganz einfach hier hin. Ja, okay. Na, so, jetzt macht es mal. Das ist nicht Ihr Ernst. Das ist jetzt nicht Ihr Ernst, was wir hier machen. Leider nicht anders wären. Na, Mike, ich kläre das heute Abend noch. Ja. Haben Sie einen Personalausweis? Nein. Personalausweis? Hat er abgegeben? Personalausweis? Ich möchte um meine Rechte auch nicht geehrt werden. Gut, okay. Dann nehme ich erstmal hier die kopierte Geburtsurkunde, ja? Können Sie alles mitnehmen? Genau. Vielleicht? Nee. Hat er angegeben, dass er Herr Mike ist? Nein. Von der Sippe. Ich bin der freie Mensch Mike aus der Sippe Stöpfung. Genau so. Ja, genau das. Nehmen wir das erstmal. Den Kopie. Gut. Nein. Ich bin der freie Mensch Mike aus der Sippe Stürzer. Ich wehre mich nicht. Okay. Wie sollen wir es jetzt über das Tor kriegen? Das ist nicht mein Problem. Ihr seid hier widerrechtlich eingedrungen. Wir haben einen Haftbefehl und der schließt auch nein, das Betreten. Nein, der ist nicht unterschrieben von einem gesetzlichen Richter, der mir laut Grundgesetz zusteht. Stehen Sie mal auf. Nein, ich stehe nicht. Mike, wehr dich nicht. Mike, wehr dich bitte nicht. Du hast nicht mal Schuhe an. Sie haben die Möglichkeit, noch welche zu holen. Das ist jetzt schlecht. Das ist wie im Faschismus. Im Faschismus packt man die Leute genauso an. Ich finde das echt hart hier. Holen Sie noch mal Schuhe. Ich bin ein freier Mensch, ich brauche keine Schuhe. Sie möchten keine Schuhe? Nein. Noch eine Hose über die
ihr möchtet mich erstmal um meine Rechte aufklären. Habe ich Rechte als Mensch? Natürlich. Was sind das? Wir sind jetzt erstmal verhaftet auf Grundlage dieses... Keine Rechte. Doch, wir haben noch Rechte. Jetzt hätte ich gerne mal gewusst, wo sie ihn hinbringen. Wir fahren jetzt erstmal nach Gotha. Wie gehabt, schön in die Zelle gesperrt über Nacht, wenn es gut geht. Das müssen wir prüfen auf dem Haftbefehl. Das kenne ich. Dass die Sul Goldlauter einen Tag verbracht werden muss. Jetzt sage ich Ihnen Folgendes dazu. Das hat man letztens mit mir in Erfurt gemacht. Ich stand in Erfurt mittellos da und konnte nicht nach Hause. In keiner Form. Lass das sein. Denken Sie jetzt gut drüber nach, wo Sie ihn hinschaffen. Ja, da steht drauf, dass es nach Sul Goldlauter werden muss. Problem ist, trotz der Haft von dem einen Tag bleibt die Geldsumme trotzdem noch offen, gell? Tja. Wir wissen, wir haben rechtlich Gesetze, also wir haben Gesetze, nach denen wir uns, an die wir uns halten. Ja. Und wenn das OWIG gestrichen ist, das Ordnungswidrigkeitengesetz keine Rechtsgültigkeit hat, dann begehen Sie heute Abend hier eine Straftat, das wissen Sie hoffentlich. Ich hoffe, Sie geben ihm auch die Legitimation von Ihnen, dass Sie Ihren Namen definitiv ihm vielleicht dann mal aushändigen, dass er sich definitiv auch wehren kann. Das ist einfach nur zu unserem Schutz. Kein Problem. Wir zeigen mal die Ausweise, die wir haben, und da kann man sich was aufschreiben. Das sind keine Ausweise, das sind Dienstausweise. Genau. Sie gucken einfach selber mal im Internet. Ihr Wort Polizei ist eine Wortmarke. Ich habe das schon mal versucht nachzuvollziehen. Ist jetzt nicht ganz so einfach für mich. Verstehen Sie vielleicht in meiner Position. Das verstehe ich schon. Ja. Nur was Sie jetzt hier machen, ist ganz einfach rechtswidrig. Ich will es Ihnen nur sagen. Hm. Okay, gut. Ich habe das selber erst letztens durch, als Zeuge. Okay, ja, okay, Frau Haupt. Es tut mir furchtbar leid, ich werde da jetzt auch gleich was unternehmen dagegen. Ja, okay. Also Gotha, Telefonnummer finden Sie? Es ist die Gotha wissen meine, da finde genau. Ich die Gotha auch. Und eine Kopie hätten wir gerne vom Haftbefehl. Eine Kopie hätte ich gerne vom Haftbefehl. Du sagst, da steht die Unterschrift vom Richter drunter. Das habe ich nicht gesagt. Du hast doch eben gerade gesagt, dass der Haftbefehl vom Richter unterschrieben ist. Na, dann zeig mir doch mal die Unterschrift vom Richter. Dann zeig sie mir doch. Mensch, hol das Ding raus. Mike, bleib sachlich. Sag mir jetzt nicht, du kriegst Handschellen dran. Wegen 10 Euro Handschellen. Also das hat ja mit mir noch keiner fertig gebracht. Nee, du merkst dir gleich eins, in der Zelle darfst du nicht rauchen. So, Mike.